Die Renault Nissan Automotive India Pvt. Ltd. ist ein seit dem Februar des Jahres 2010 existierender Automobilhersteller und Automobilhändler mit Unternehmenshauptsitz in Chennai, Tamil Nadu, Indien. Das Unternehmen entstand in einer Konsolidierung der indischen Händlernetzwerke der Marken Nissan und Renault. Mit diesem Schritt wurde unter anderem auch das unter dem Namen Mahindra Renault bekannte Joint Venture aufgekündigt. Die Aktienmehrheiten an dem neuen Unternehmen liegen neben der Beteiligung der Renault-Nissan-Allianz beim indischen Motorrad- und Autorikscha-Hersteller Bajaj Auto, welcher die offizielle Holdinggesellschaft stellt. Zum Bau des neuen Werkes wie auch für die Durchführung der Konsolidierung war eine Investition in der Höhe von 45 Millionen Rupien notwendig. Rund 1.500 Arbeitnehmer werden hier zurzeit beschäftigt. Mit einer geplanten Erweiterung der Modellpalette soll die Belegschaft in den nächsten 2 Jahren bis auf etwa 6.000 Mitarbeiter anwachsen. Die Aufgabe des neuen Unternehmens liegt insbesondere in der Entwicklung und der Herstellung sogenannter Ultra-Low-Cost-Vehicles, also von Niedrigpreisfahrzeugen. Als Hauptkonkurrenten werden so der Tata Neno, der Honda Brio, wie auch der weltweit vermarktete Maruti Suzuki Alto angesehen. Jährlich können hier bis zu 400.000 Fahrzeuge für den internationalen Markt hergestellt werden. Die Produktion im neuen Werk soll bereits im Juni 2011 aufgenommen werden. Das erste in Indien entwickelte Modell stellt der Kleinstwagen Bajaj ULC dar, welcher mit einem Preis von knapp 5.000 Euro ab dem Modelljahr 2012 unter Badge Engineering auch bei den europäischen Renault-Händlern erhältlich sein soll. Die Markteinführung sollte bereits nach Ankündigungen bereits im Frühjahr 2011 stattfinden, verzögerte sich jedoch wegen der andauernden Bauarbeiten. Des Weiteren will Renault hier mit der Produktion des Renault Twingos erster Generation beginnen, wobei Nissan hier den Nissan Micra produzieren möchte. Als Konkurrent zum Volkswagen New Beetle könnte hier aber 2012 zudem auch die Serienproduktion des Kleinwagens Nissan Maxima anlaufen. Bereits in Produktion befindet sich seit Juni 2011 der Nissan Micra. Zugleich wurde auch die Montage des Renault Fluence aufgenommen. Danach sollen dann aber auch Fahrzeuge der Mittelklasse folgen. So sollen Konkurrenten, insbesondere für den Honda Accord, auf dem indischen Markt etabliert werden. Die in Indien verbauten Motoren werden alle aus der Herstellung der Ashok Leyland stammen. Für die Produktion wie auch die Anlieferung wurde eine separate Vereinbarung getroffen, für das eine separate Joint-Venture-Gesellschaft verantwortlich ist.